Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Folge 275, glaube ich. Also noch ein 25 Völkchen bis zur Folge 300. Ich hätte nie gedacht, dass es so lange geht, aber nicht schlecht. Legen wir direkt los. Ich arbeite mich momentan so ein bisschen von unten auf der Liste nach oben. So von dieser kompletten Randomness, also ich habe ja da mein Video, wo ihr dann die neuen Werke drunter postet, von der kompletten Zufälligkeit der Werke habe ich jetzt mal ein bisschen Abstand genommen, sondern arbeite mich jetzt von unten nach oben, aber da auch wieder ein bisschen zufällig, was ich da nehme. Deswegen, wenn ihr ungefähr wissen wollt, wann eure Werke drankommen, guckt einfach mal in das Video und die Kommentare rein. Wenn die Kommentare von euch gelöscht sind, dann, also jetzt ziemlich weit unten, alles was irgendwie so 1,5 Monate her ist, dann wisst ihr, euer Zeug kommt bald dran. So, jetzt muss ich erstmal husten. Wir beginnen mit dem 6x6 Monster Final Version von Malakuda. Der basiert, soweit ich das gesehen habe, auf dem Monster Truck, der letztens auch schon mal auf dem Thumbnail drauf war. Also ich finde den immer noch mega cool. Jetzt hier mit dieser Doppel-Achse hinten nochmal ganz viel geiler. Scheiße, jetzt kriege ich Schluck auf, das ist doch nicht euer Ernst. Naja. Ja, wobei, nee, es geht noch. Uiu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 i. Das hubbelt aber ordentlich. Ich glaube, die Proving Grounds mittlerweile sind nicht mehr so geil, um Autos zu testen, wobei es sieht schon ganz nice aus, wenn man da so drüber fährt und hier so unten die Federung anguckt, wie die so arbeitet. Das ist schon ganz in Ordnung. Aber das hubbelt einfach alles zu sehr bei Simple Planes. In der Wüste macht es wahrscheinlich mehr Sinn. Ah, geh mal richtig Stoff. So, einmal bremsen bitte. Gucken wir uns mal die Grüppchen an. 1, 2, 3. Ah, man kann ihn aus der Luft wohl abwerfen. 4, 5, 6, 7, 8. Alles klar. Das mit dem aus der Luft auswerfen. Mit der Gruppe 3 probieren wir dann mal. Aber ich will jetzt erstmal hier ins Innen. Also ins Cockpit. Schönes Lenkrad, schöner Schaltknüppel und hier so ein Navi oder Entertainment-System. Oh, das könnte mal zur Abwechslung klappen. Ich glaube, das ist das erste Auto, mit dem ich irgendeinen Sprung geschafft habe. Oh. Den schaffen wir nicht. Das Ding muss aus mega vielen Teilen bestehen, das Auto. Weil die Performance echt für'n Arsch ist, muss ich sagen. Das ist ganz interessant. Also man merkt relativ schnell, wie viel Arbeit drin steckt. Wenn die Dinger lange zum Laden brauchen. Und bei der Explosion oder was weiß ich, ruckelt wie die Hölle. Also ich glaube, hier ist schon ordentlich was an Arbeit reingeflossen. So, machen wir mal nochmal den Sprung. Kippt ein bisschen nach hinten irgendwann ab, aber trotzdem mega gut. So, jetzt versuchen wir mal den richtig üblen Sprung. Nein! Oh, verdammt. Irgendwie scheint der Schwerpunkt wohl ein bisschen ungünstig für die arme Karre zu liegen. So, komme ich hier hoch oder muss ich erst runter? Ne, läuft. Cool. So, ganz langsam. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie viel Geschwindigkeit ich brauche, um da drüben reinzukommen. Also da drüben ist ja dieser Tunnel, wo man dann reinspringen kann. Ich bin wahrscheinlich viel zu schnell, wenn ich mit Anlauf komme. Aber wir testen es einfach mal. So, sorry. Ich glaube, ich erkälte mich gerade wieder. Ich freue mich schon drauf. Bei mir ist ja immer, Erkältung ist ja immer so latent scheiße. Verdammt. Weil, will noch kurz was ausprobieren. Weil, ich werde nie so richtig krank. Immer nur so ein bisschen. Immer nur so ein bisschen. Aber das nervt halt auch, ne? Naja. So, was machen wir dann? Ah, das ist zu weit. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht auf der USS Beast so landen, aber da sind wir ja noch am Arsch der Welt. Uiuiuiui.
Ich habe aber auch, warte mal, doch, ich habe einen Punkt, wo man über Land abspringt. Können wir das nämlich hier mal testen mit dem Flip, mit dem Fallschirm. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt auch richtig auf den Boden kommen. Tariert sich das aus? Jupp. Das tariert sich aus. Wie viel sind das denn, ey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Wir verlieren relativ schnell an Höhe. 800 Fuß noch. Und jetzt den Fallschirm lösen. Ne, lieber nicht. Nice. Easy going. Schönes Teil. Funktioniert. Aber jetzt habe ich ganz schön viel Zeit verpleppert wieder. Machen wir weiter im Text. Was haben wir heute noch? Das Aircraft von Adrian. Ich glaube, die untersten von Adrian habe ich jetzt alle abgegrast. Mit den letzten zwei heute. Also gleich kommt noch eins von Adrian. Jetzt haben wir hier ein schönes Kampfflugzeug. Bin mal gespannt, wie es fliegt. Wo wollte ich denn hin? Gehen wir einfach zum Wright Airport. So. Gib Stiffchen. Ah, da vorne ist das Hüllenruder. Da bin ich mal gespannt, weil das ist immer gar nicht so einfach zu bauen, finde ich. Mit so specialischen Höhenruder-Sachen. So. Startet schon mal ganz ordentlich. Jo. Funktioniert ganz gut. Und mir fällt gerade noch was ein, das wollte ich noch loswerden, weil ich kriege in letzter Zeit tatsächlich doch wieder mal Nachrichten geschickt für Einsendungen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass bei meinen alten Videos noch drin steht, wie ihr mir, unten in der Beschreibung drin steht, wie ihr mir Werke schicken könnt. Bitte vergesst das, was unter alten Videos steht. Ich habe da nur keine Zeit, das alles auf einmal wegzumachen. Oder habe ich das in der, habe ich das Bulk gecleared? Ja, vergesst es einfach, das ist YouTube-Quatsch. Muss ich mal nachgucken. Auf jeden Fall, wenn ihr mir Werke schicken wollt, bitte schickt mir keine Nachrichten mehr. In der Videobeschreibung hier unter diesem Video oder in den letzten Simple Planes Videos auch auf jeden Fall und auf meiner Kanalstartseite gibt es einen Link zu einem Video, das auf meiner Kanalstartseite ist, wo ihr bitte eure Werke in die Kommentare postet. Also hier Videobeschreibung gehen, auf den Link klicken, kommt ihr zu einem Video und da bitte die Kommentare schreiben mit euren Links zu euren Werken. Genau, weil, wie gesagt, ich kriege in letzter Zeit immer mal wieder auch welche über PNs und nicht böse sein, aber ich habe keine Lust, die dann auch noch irgendwie zu sortieren. So. Und das war wohl ein Fehler. War eine Frage, wo ist das Flugzeug hin? Wollte mal gucken, was eins ist. Okay, das ist irgendwo, hat da irgendwo gerade einen Abgang gemacht. Wollte gerade eigentlich nur mal gucken, was die 1 ist. Aber okay. 1 ist einfach, schieß mich raus, alles klar. Die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Gucken, haben wir ein Cockpit? Nein, aber Kameras für die Racheen. Dann, was haben wir denn dabei? Wir haben nur Air. Air-Raketen. Wenn ich hier irgendwo ein Opfer finde, ach guck mal, hier ist Positionslicht noch. Wenn ich hier irgendwo mal ein Opfer finde, sonst spawne ich mir einfach mal kurz eins. Geht ja auch. Nehmen wir das hier. Der wehrt sich wenigstens nicht, so ein Learjet. Frage ist jetzt nur, wo ist der gespawnt? Ach, da hinten ist er. Klick. Den Mama fertig. So. Feuer! Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Jetzt ist er echt abgeschmiert. Ja,
naja, gut, dann ist er halt abgeschmiert, kann ich auch nichts dran ändern. Schönes Flugzeug, aber muss ich sagen, das turnt halt relativ langsam, weil hier halt irgendwie, ich glaube, das liegt damit zusammen, dass die das Höhenruder hier vorne ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Irgendeiner von unseren Spezialisten kennt da bestimmt die Erklärung. So, B2 Lockmaster VTOL von Vico. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber dieses Flugzeug kommt mir verdammt bekannt vor. Moment, wie heißt es? Lockmaster B2. Nee. Ups. Keine Ahnung, irgendwie kam mir nur bekannt vor. Ich möchte niemandem etwas unterstellen. Wir haben also eine Drohne mit Senkrechtstarter-Möglichkeiten. Oh, shitty. Gut, da muss ich wohl noch ein Stückchen weiter hoch. Aber... lässt sich mega gut starten. Schon mal kannst du nichts sagen. So, und gib Stöffchen. Fahrwerk ist eingefahren. Alles gut. Gut, Cockpit hat es nicht, aber zwei coole Kameraperspektiven. Aber gut, warum sollte das Ding auch ein Cockpit haben? Ist ja quasi eine Drohne, würde ich jetzt mal sagen. Oder ist eine Drohne? Sieht verdammt nach einer Drohne aus. Wobei, aber man könnte ja quasi so die Kamera, das Kameradisplay, dass der Pilot, der da irgendwo in seinem Bunker hockt, könnte man ja quasi faken eigentlich, oder? Geht auch. Habe ich irgendwie schon Raketen abgeschossen? Nee, ne? Weil da fehlt irgendwie was. Komm, wir versenken mal die USS Tiny. Ich drücke jetzt einfach mal alle Gruppen durch. Ja, geht. Miau. Aber das Teil sollte man auf jeden Fall mit dem Joystick fliegen, damit kannst du viel besser nachjustieren. Flyby. Miau. Aber den, so ein Flyby machen wir jetzt gleich nochmal. Aber in der Kameraperspektive sieht bestimmt nice aus. Außer die USS Tiny ist bis dahin abgesoffen. Das Ding fliegt übrigens ziemlich gut dafür, dass es so ein fetter Mops ist, ne? Wollte ich nur mal sagen. So. Flyby. Miau. Schönes Ding, du. Schönes Ding. Aber es ist halt ziemlich laut. Aber gut, eigentlich fliegen die Dinger ja eh viel höher, oder? So eine Drohne, die fliegen aber ziemlich hoch, glaube ich. Ich finde es übrigens super, dass ich quasi senkrecht steige fast. Ne, jetzt nicht mehr. Moment. Und das Ding nicht langsamer wird. Nicht wirklich zumindest. Das Ding muss einen echt guten Antrieb haben. Oder in einem Paralleluniversum fliegen, wo es schlicht und ergreifend keine Schwerkraft und keine Luftreibung gibt. Wobei, eigentlich ja, nach oben wird es ja die Luftreibung immer weniger, aber trotzdem, Schwerkraft und so, ne? So, aber ich bin mal gespannt. Die Form sagt mir, dass ich sie 100% nicht gelandet bekomme. Das testen wir jetzt noch. Das nervt mich so ein bisschen. Weißt du, in Simple Planes verkacke ich es total. Beim Landen in War Thunder kann ich es langsam so ein bisschen. Seras würde da jetzt wahrscheinlich was anderes sagen, aber... oder wahrscheinlich ich. Wir haben gestern, keine Ahnung, waren wir spontan online und haben noch ein bisschen gezockt. Wie gesagt, auch Leute, ich habe keine Aufnahmezeiten oder sonst irgendwas. Also wenn ich aufnehme, dann nehme ich auf und wenn nicht, dann nicht. Dann bin ich halt auch nicht da. Und auf jeden Fall habe ich da eine verdammt geile Landung hingelegt. So richtig schön mit Überschlagen und allem drum und dran. Und es ist nichts kaputt gegangen, außer die Flügel und der Propeller. Das war eine super, super Landung. So. Jetzt landen wir die Kiste mal. Also ich lande jetzt nicht im VTOL-Betrieb, weil...
Das könnte tatsächlich etwas schwieriger werden, glaube ich. Ich lande jetzt einfach im normalen, ja, ich nenne es mal Flugzeugbetrieb. Genau sowas ist mir bei War Thunder auch passiert. Und wie in War Thunder ist nichts kaputt gegangen. Wobei, die Flügel sind in War Thunder kaputt gegangen, hier nicht. Scheint also eine stabile Kiste zu sein. Schön. Da haben wir noch ein Angebot heute. Genau, das zweite von Adrian, den Flugzeugträger. Als ich das, also hier fehlt übrigens das Ä, das liegt aber daran, dass Simple Plans keine Umlaute kann. Also das wurde geschrieben, das habe ich auch gesehen, im Download Center stand das auch mit Ä. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich heute nicht meckere. Lol, was ist das denn? What the fuck? Warum pumpert das so rum? Boah. Okay, das Ding ist hat ein bisschen zu viel Geschwindigkeit, als dass man... Ah, das hättest du irgendwie ein bisschen... Weißt du, das Problem ist, dass der Düsentrieb schon direkt an ist. Okay, warte mal. Wir bremsen jetzt erst nochmal. Wie kriege ich das Flugzeug gestartet? Hallo? Bremsen. So. Also. Moment. Was passiert da gerade? Ah, okay. Verstanden. Das bockt das... Also hier unten sind ja so kleine Dinger, ne? Die sieht man so schlecht. Hier, das bockt das Auto auf. Das heißt, es kann schon mal halbwegs nicht mehr wegfahren. Eins macht das Flugzeug runter. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passiert gar nichts. Okay. Das ist ein Problem. Also nochmal. Also, wir bocken unser Fahrzeug auf. Das Ding kann nicht mehr wegfahren. Ich hau jetzt mal voll den Boost rein. Okay, es dreht sich. Du hättest die Hinterrädchen auch noch aufbocken müssen, glaube ich. So. Flugzeug raus. Okay. Geht. Ihr hört immer noch dieses Wummern von den Pistons, also von den Kolben. So. Jetzt versuchen wir das mal zu treffen, unsere Homebase. Wobei dann wahrscheinlich auch das Flugzeug abstürzen wird. Boah, das Flugzeug ist ein bisschen... Ah, getroffen. Aber wir fliegen immer noch. Ja genau, jetzt ist aber genau das passiert, was ich vermutet habe. Der Motor ist nämlich ausgegangen, die Turbine ist ausgegangen. Weil quasi auch das Cockpit und so getroffen wurde, nicht? Deswegen stürzt das Ding jetzt ab. Alter, das geht mir so auf den Sack, das Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich glaube schon, ne? Ich habe übrigens heute extra meine Heizung ausgemacht, dass wir nicht wieder diesen Springbrunnen-Sound haben. Wenn wir zwar einen Arsch abfrieren, aber ist nicht so schlimm. Also die Idee ist ganz nett bei dem Teil, nur die Umsetzung. Ich weiß nicht, ob das Flugzeug direkt starten soll oder ob man halt wirklich erst noch eine Startbahn braucht. Aber ich weiß auch nicht, was die Dinger hier sollen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum sind da Pistons auf dem Motor drauf? Ich weiß es nicht. Naja, zwei Sachen haben wir noch. Einmal von Peter Wodrich, ein Future Ship. Version 1.1. Das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Als ich das vorhin runtergeladen habe, fand ich schon sehr, sehr nett. Bin gespannt, wie es fliegt. Bin gespannt. Okay, wie kriegt man das gestartet? Okay, wir sind in der Luft. Wir sind in der Luft. Wo ist die Kamera? Ach, die hängt hier irgendwo in der Mitte drin, alles klar.
Gut, ich habe gesehen, irgendwie, wenn man die Gruppe 1 drückt, passiert irgendwie was, ne? Ah, genau, dann geht nämlich. Gehen wir quasi in den Vorwärtsflugmodus, aber da stand schon in der Beschreibung, dass es dann etwas schwieriger werden wird, das Ding zu fliegen. Aber das ist an den Throttle gekoppelt, ne? Wenn ich das nämlich jetzt wieder so mache, ne? So, und jetzt können wir wieder Gas geben. Ich hätte es wahrscheinlich mit einem VTOL-Regler gemacht. Ich finde es immer so lustig, dass ich die Rädchen dann immer noch so mitdrehen. Aber mir gefällt das Design ganz gut. Erinnert mich so ein bisschen an so eine kleine autonome Drohne oder so. Weiß auch nicht wieso. Vor allem auch nicht warum autonom, aber es erinnert mich irgendwie daran. Und die ist auch relativ wendig, muss man sagen. Ist ein bisschen schwierig zu steuern, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, alles in Ordnung. Und ich mag irgendwie Farbgebung. Ja, das bisschen lila mit rot und schwarz, das passt ganz gut. Nur das Ding röhrt ordentlich, ey. Aber ich mag diese Teile immer. Ich weiß nicht, da gibt es doch bestimmt einen Namen für Propeller, wo so ein Kreisding drumherum ist, oder? Da gibt es doch bestimmt einen Namen für. Ich mag sowas total. Sieht immer so futuristisch irgendwie aus. Deswegen hat Peter wahrscheinlich das auch hier reingebaut. Weil es halt wirklich futuristisch aussieht. Ich mag das. Wobei, ich mag es noch mehr, wenn das eher so wie so. Ja, also höher sind. Also wenn hier diese Ringe quasi so höher sind. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Dann finde ich es eigentlich noch cooler. Aber da muss man sagen, wird es wieder zu dem Flugzeug nicht passen, weil das einfach dann zu klein wäre. Also das hat er insgesamt schon ganz gut gemacht. Oh, aber nicht so easy zu landen. Okay, ich bin auch wieder total beschissen reingekommen, aber. Hui! Aber die Propeller sind noch da. Das teuerste an dem Ding. Das heißt, hier nur ein bisschen GFK oder was auch immer drumherum schnabbeln wieder und dann fährt das wieder. Fliegt das wieder. Also, das gefällt mir echt gut. Das mag ich. Was haben wir noch im Angebot für heute? Das letzte. Das Motorrad mit Seidenwagen. Nochmal von Malakuda 1. Und das finde ich auch sehr hübsch. Sehr hübsch. Ich bin noch nie in einem Seitenwagen oder so drin gefahren. Okay, sehr gut. Mit WASD, wie sie es gehört. Zieht ein bisschen nach rechts. Ne, ich bin also wirklich noch nie mit einem. Wobei, bin ich überhaupt schon mal mit einem echten Motorrad gefahren? So unabhängig davon, dass ich wirklich noch nie in einem Seitenwagen gefahren bin, aber bin ich schon mal auf einem echten Motorrad mitgefahren? Ich glaube nicht. Nee. Upa, was war das denn? Ich bin mal auf dem Moped mitgefahren und auf dem Motorroller und auf einer kleinen 125er, aber das zähle ich nicht als echtes Motorrad, weil die ist auch nicht wirklich schnell gefahren. Aber ein richtiges Motorrad, ne, da habe ich glaube ich noch nie drauf gesessen. Fehlt also noch. In meinem Erlebnisrepertoire. Ich wollte eigentlich früher auch mal einen Motorradführerschein machen, habe mich aber dann nicht getraut. Ich finde Motorradfahrer einfach ein bisschen zu gefährlich, muss ich sagen. Weil man muss immer für alle anderen Deppen mitdenken, die im Straßenverkehr unterwegs sind, weil man so gerne als Motorradfahrer übersehen wird. Und das, ich weiß nicht. Muss nicht sein. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Und vor allem durch so eine Kacke zu sterben, wie ein Autounfall oder Motorradunfall. Wenn ich nämlich auch dann demnächst dann umziehe, nächstes Jahr, werde ich leider wahrscheinlich mein Auto auch verkaufen. Ich fahre ja super, 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 super gerne Auto, aber leider wird es total sinnlos sein. Weil mein Auto brauche ich nur momentan, um zu meiner Freundin zu fahren. Wobei das schon ziemlich sinnlos war. Weil da kann ich auch mit Bus und Bahn hinfahren. Aber ich hatte mein Auto ursprünglich gekauft, bevor ich arbeiten gegangen bin, weil ich ja nicht wusste, wo mich die Arbeit hin verschlägt und ob ich dann mit dem Auto hinfahren muss oder. Das ist ja aber halt nicht so, sondern ich habe ja
einen Job bei mir in der Stadt bekommen. Und das heißt, Bus und Bahn ist da wesentlich angenehmer und wird auch billiger sein, auch wenn das immer noch sackteuer ist. Also eine Karte von meiner neuen Wohnung dann bis einmal durch die Stadt bis zu dem Ort, wo meine Eltern wohnen, kostet, also es hängt alles mehr oder weniger zusammen, räumlich kostet 870 Euro im Jahr. Meine Versicherung vom Auto kostet momentan 1000 Euro. Und da bin ich ja aber noch keinen Meter gefahren, habe noch kein Benzin verbraucht, habe noch keine Reparaturen gehabt, habe noch keine Kfz-Steuer bezahlt und so weiter und so fort, war nämlich beim TÜV. Also ich werde schon ein bisschen was sparen. Und mit dem Bus und Bahn dann zahle auch was ordentlich trinken abends. Das ist jetzt aber keine Werbung für Alkohol, liebe Kinder. Werdet erst 18. Und auch dann immer mit Vorsicht. So. Irgendwie kann ich meinen Kopf hier nicht drehen. Doch hier. Hä, warum geht denn das jetzt auf einmal? Ich blinke gerade die ganze Zeit. Da, mein Kind. Ich kann mir in den Hals gucken. Also das gefällt mir schon sehr gut. Hast du gut gemacht, Malakuda. Großes, fettes Daumen nach oben. Könnte mir sogar vorstellen, dass das das Thumbnail gibt. Mal schauen, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst es mittlerweile eh schon. Ihr guckt ja die Folge gerade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssi.